Um die chemische Struktur und die Stereochemie organischer Verbindungen an der Tafel bzw. auf Papier darzustellen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese unterschiedlichen Projektionen möchte ich anhand von zwei einfachen Beispielen hier einmal vorstellen und Ihnen auch zeigen, wie man diese Projektionen ineinander umwandeln kann. Als erstes Beispiel die Milchsäure. Milchsäure ist ein Molekül, besteht aus drei Kohlenstoffatomen, hat zwei funktionelle Gruppen, eine Carbonsäurefunktion, eine Hydroxygruppe. Und wenn man etwas genauer hinschaut, dann stellt man fest, dieses mittlere Kohlenstoffatom, das C2-Atom, ist asymmetrisch substituiert. Es trägt vier unterschiedliche Reste und stellt damit ein Stereozentrum dar. Jetzt haben wir eine Verbindung mit einem Stereozentrum. Das bedeutet, wir haben theoretisch zwei Möglichkeiten, diese vier Substituenten, um dieses Kohlenstoffatom hier anzuordnen. Die habe ich schon mal aufgeschrieben in einer möglichen Darstellungsweise in dieser Keilstrichformel oder auch Zickzack-Schreibweise genannt. Wir haben einmal hier die Möglichkeit, eine R-Milchsäure zu formulieren. Auf der anderen Seite sehen Sie die zweite Möglichkeit, die S-Milchsäure. Bei dieser Projektion, das ist eigentlich selbsterklärend, liegen die Kohlenstoffe als Kette zickzackartig in der Tafelebene drin. Die Reste, in dem Fall die Hydroxygruppe bzw. das Wasserstoffatom, stehen vor der Tafelebene und hinter der Tafelebene. Soweit, so gut. Jetzt gibt es eine weitere Möglichkeit, solche Moleküle auf der Tafel darzustellen. Diese zweite Möglichkeit ist die Fischer-Projektion. Die Fischer-Projektion wurde von einem Chemiker entwickelt, von Emil Fischer, der sich sehr viel mit der Chemie der Kohlenhydrate beschäftigt hat. Und bei den Kohlenhydraten hat man in der Regel Moleküle mit nicht nur einem Stereozentrum, sondern zwei, drei oder noch mehr Stereozentren. Und wenn man versucht, solche Moleküle dann in einer solchen Art und Weise auf Papier oder an die Tafel zu schreiben, wird das sehr schnell unübersichtlich. Man hat viele Keile, Striche und sieht dann bald nicht mehr richtig, wie das Molekül eigentlich aufgebaut ist. Deshalb hat sich Emil Fischer etwas anderes überlegt. Die Fischer-Projektion ist so definiert, dass in einer Kohlenstoffkette das höchst oxidierte Kohlenstoffatom nach oben geschrieben wird. Dann folgt die Anordnung der C-Atome vertikal und links und rechts eines solchen C-Atoms schreibt man dann die restlichen Gruppen waagerecht daneben. Dazu muss man jetzt noch Folgendes beachten. Ich übertrage das jetzt mal hier von dieser R-Milchsäure aus. Ich male mir in der Mitte also dieses schon gelb markierte Kohlenstoffatom, schreibe jetzt das höchst oxidierte Kohlenstoffatom, in unserem Fall die Carboxylgruppe, nach oben. Dann kommt automatisch die Methylgruppe nach unten. Und jetzt wird das Ganze mit einem vertikalen Strich verbunden. Und jetzt noch eine kleine Definition. Alle Bindungen, die man von einem Stereozentrum aus betrachtet, gehen in der Fischer-Projektion nach hinten, hinter die Tafelebene. Das heißt, ich muss hier mir das so vorstellen, dass diese zwei Reste hinter der Tafelebene liegen. Die zwei verbleibenden Reste, Wasserstoff und Sauerstoff, kommen aus der Tafelebene heraus. Und jetzt ist die Frage, wohin muss ich die zeichnen, um diese R-Milchsäure korrekt auf der Fischer-Projektion abzubilden? Dazu muss man sich das Molekül nun aus einer anderen Perspektive anschauen, nämlich von hier. Ich mache hier mal ein Auge. Wir gucken jetzt von hier auf dieses Molekül drauf. Manche Menschen haben damit überhaupt keine Schwierigkeiten. Die sehen das gleich und wissen, wie man das Molekül hindrehen muss, damit das wieder passt. Es gibt andere, die haben da am Anfang leichte Schwierigkeiten damit. Man kann sich ein Modell basteln, um sich das ein wenig anschaulicher zu machen. Ein solches Modell entspricht jetzt hier der R-Milchsäure. Das gelb markierte Kohlenstoffatom ist hier das schwarze Zentrum. Und dann müssen wir mal schauen, wie das passt. Die Methylgruppe hier weiß, steht in der Tafelebene. Carboxylgruppe grün, auch in der Tafelebene. Die Hydroxygruppe kommt aus der Tafelebene heraus. Das Wasserstoffatom ist dahinter. So, und jetzt kann man ganz einfach das Molekül im Raum drehen, sodass es mit der Fischer-Projektion zusammenpasst, legt sich das so hin und dürfte jetzt die Hydroxygruppe und das Wasserstoffatom entsprechend hinzeichnen. Wenn man nun gerade kein Modell zur Hand hat und trotzdem auf die Schnelle entscheiden muss, wo male ich denn meine Reste jetzt an der Fischer-Projektion richtig hin, und man tut sich womöglich ein bisschen schwer mit dieser räumlichen Vorstellung, gibt es ein kleines Modell, was ich Ihnen hier vorstellen möchte, wie man sich das vielleicht etwas besser im Kopf vorstellen kann. Und zwar ist dieses Modell ein Fahrrad.
Dieses kleine Fahrrad übertrage ich jetzt mal hier auf die R-Milchsäure. Jeder kennt ein Fahrrad. Ein Fahrrad besteht aus einem Vorderrad, einem Hinterrad, einem Sattel und einem Lenker. Die Pedale brauchen wir für unser Modell hier nicht. Was ich jetzt tun muss, ist, dass ich mir das Modell als Fahrrad vorstelle und mich auf dieses Kohlenstoffatom, das hier gelb markiert ist, als Sattel draufsetze und mir dann mal überlege, wo sind denn meine Räder und wo ist mein Lenker. Ich setze mich also auf dieses Kohlenstoffatom hier drauf, schaue nach vorne zu meinem Fahrrad auf mein Vorderrad, das ist vor mir unten. Das entspricht dieser Carboxylgruppe. Hinter mir ist mein Hinterrad, hinten unten. Auf dieses Molekül übertragen ist das Hinterrad die Methylgruppe. Und das Einzige, was ich jetzt noch tun muss, ist mir überlegen, in welcher Hand habe ich denn diese beiden Reste, die nämlich meinen Lenker darstellen. So, und wenn man jetzt in der Tafelebene auf dem Sattel drauf sitzt, stellt man fest, die Hydroxygruppe steht aus der Tafelebene raus, die habe ich also in der rechten Hand. Das Wasserstoffatom ist hinter der Tafelebene, das habe ich also in der linken Hand. Jetzt stelle ich mich vor die Tafel und übertrage das auf die Fischer-Projektion und ich stelle fest, es ist schon alles richtig. Vorderrad ist vorne unten, Hinterrad ist hinten unten. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die zwei Reste und ich muss mir jetzt gemerkt haben, in der rechten Hand hatte ich die Hydroxygruppe und jetzt darf ich die hinschreiben. So. Und das Wasserstoffatom nach links. Das ist eben nicht die ganz korrekte Darstellung der Fischer-Projektion, sondern das wäre diese hier. Und das entsprechend trage ich jetzt hier ein. Und jetzt fehlt noch die Carboxylgruppe und die Methylgruppe. Für das andere Stereoisomer, was es von der Milchsäure gibt, die S-Milchsäure, funktioniert das Ganze natürlich ganz analog. Da wir aber wissen, bei einem zweiten Stereoisomer, wenn wir bloß ein Stereozentrum haben, handelt es sich um das Enantiomer, das heißt um das Spiegelbild, dürfen wir jetzt natürlich einfach die ganze Geschichte spiegeln und tun uns dann mit der Fischer-Projektion natürlich sehr leicht und können das fertige Molekül hier hinschreiben. Soweit so gut, das war ein einfaches Beispiel, jetzt kommt ein etwas komplizierteres. Jetzt kommt das zweite Beispiel. Hier sehen wir ein Molekül mit 4 Kohlenstoffatomen. Das Ganze ist ein Kohlenhydrat, ein Zucker. Und wenn man wieder genauer hinschaut, stellt man fest, wir haben in diesem Molekül 2 Stereozentren, 2 asymmetrisch substituierte Kohlenstoffatome. Und zwar sind das diese beiden, die ich jetzt einmal hier farblich markieren möchte. Das C2-Atom grün, das C3-Atom blau. Wie überführt man jetzt eine solche Struktur wiederum in eine Fischer-Projektion? Ganz rechts habe ich schon angefangen mit der Fischer-Projektion. Wir haben die Definition noch im Kopf. Das höchst oxidierte Kohlenstoffatom kommt nach oben. Das ist hier die Aldehydgruppe. Unten steht dann logischerweise das Ende des Moleküls, die Hydroxymethylgruppe. Und jetzt ist wieder die Frage an diesen beiden Stereozentren, in welche Richtung muss ich die Hydroxygruppen und die Wasserstoffatome zeichnen? Die Bindung, die wir uns hier etwas genauer anschauen wollen, ist diese zwischen dem zweiten und dem dritten C-Atom, die rot markierte Bindung. Ich nehme mir wieder willkürlich eines der möglichen Stereoisomere heraus und möchte das einmal beispielhaft zeigen, wie man das umwandelt in eine Fischer-Projektion. Theoretisch haben wir hier 4 verschiedene Stereoisomere. Wir haben 2 Stereozentren, jeweils die Möglichkeit, die Hydroxygruppe so oder so rum dran zu hängen, das heißt insgesamt 4 Möglichkeiten, 4 unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, ein Stereoisomer sehen Sie hier. In der Zickzack-Schreibweise sieht es so aus, dass die Hydroxygruppe am C3-Atom nach vorne kommt, das Wasserstoffatom hinter der Tafelebene steht, am C2-Atom genau umgekehrt. Nun, jetzt haben wir gerade eben das Bild mit dem Fahrrad kennengelernt. Das kann man hier natürlich auch wieder tun. Man wird aber feststellen, dass es da ein kleines Problem gibt. Nämlich an diesem zweiten C-Atom haut das Bild mit dem Fahrradsattel nicht mehr so ganz hin. Der Fahrradsattel ist nämlich sozusagen auf dem Kopf, steht auf dem Kopf und deshalb wird das hier etwas schwierig. Drum möchte ich eine andere Projektion hier vorstellen, die Sägebock-Projektion, mit der man sich das Ganze auch nochmal klar machen kann. Bei der Sägebock-Projektion schaut man direkt von oben auf diese rot markierte Bindung drauf. Das ist mein Auge. Da gucke ich drauf und ordne dann sämtliche andere Reste
an der Bindung perspektivisch so an. Also, wir schauen von oben auf diese Bindung. Die Aldehydfunktion an dem grün markierten Kohlenstoffatom steht dann nach oben, Wasserstoffatom nach unten rechts, Hydroxygruppe nach unten links. Beim anderen Stereozentrum hier vorne, bei dem blauen, ist es entsprechend. Die Hydroxymethylgruppe kommt nach unten, die Hydroxygruppe steht nach oben rechts, das Wasserstoffatom nach oben links. Das kann man jetzt leider aber immer noch nicht so gut auf die Fischer-Projektion übertragen, denn wir erinnern uns an die Definition der Fischer-Projektion. Von jedem Stereozentrum aus betrachtet, geht die vertikale Bindung jeweils hinter die Tafelebene. Die horizontalen Bindungen stehen aus der Tafelebene heraus. Das würde jetzt für dieses blau markierte Stereozentrum schon ganz gut passen, aber bei dem grünen passt es noch nicht. Was man jetzt tun muss, um das wirklich analog darzustellen, ist eine kleine Drehung. Und zwar kann man um diese rote CC-Einfachbindung drehen. Dabei verändere ich die Stereochemie des Moleküls nicht. Ich drehe das so weit herum, bis meine Aldehydfunktion nach unten steht, so wie das in der Fischer-Projektion nachher sein soll. Dabei wandern natürlich auch die anderen Reste. Das Wasserstoffatom wird gedreht, wandert hierhin. Die Hydroxygruppe wird gedreht, wandert hierhin. Das ist einfach eine andere Konformation desselben Stereoisomers. So, und jetzt können wir das tatsächlich auf die Fischer-Projektion problemlos übertragen. Die rote Bindung steht hier senkrecht, daran angeordnet die Hydroxymethylgruppe nach unten, die Aldehydfunktion nach oben. Und jetzt muss man nur noch schauen, wo stehen denn die zwei Hydroxygruppen. Und wenn wir uns die Konformation, die Darstellung angucken, sieht man es ganz schnell, die stehen nach rechts. Also male ich die hier so hin. Und die Wasserstoffatome dann entsprechend nach links. Jetzt können wir problemlos die Hydroxygruppen, so wie wir es hier entwickelt haben, auf die Fischer-Projektion übertragen. Das heißt, ich zeichne jetzt hier meine waagerechten Striche ein. Die Hydroxygruppe kommt nach rechts, am oberen C-Atom genau das gleiche, Hydroxygruppe nach rechts und das Wasserstoffatom jeweils nach links. So, damit sind wir fast durch die Projektionen. Es gibt aber noch eine weitere Projektion, die in der organischen Chemie verwendet wird. Vor allen Dingen dann, wenn man die Verhältnisse an solchen Konformeren darstellen möchte. Und das ist die sogenannte Newman-Projektion. Die steht hier jeweils drunter unter den entsprechenden Molekülen. Bei der Newman-Projektion macht man Folgendes. Man schaut von vorne direkt auf eines der zwei Kohlenstoffatome drauf, in dem Fall jetzt hier auf das blaue. Und was dabei passiert, ist, dass die rot gezeichnete Bindung zwischen den zwei Kohlenstoffatomen eigentlich verschwindet. Die ist nicht mehr sichtbar. Ebenso verschwindet das grün gezeichnete Kohlenstoffatom im Hintergrund und ist auch nicht mehr sichtbar. Wir gucken direkt auf dieses blaue Kohlenstoffatom hier drauf. Das sehen wir hier. Was man dann macht, ist ganz einfach die Gruppen, die an den Kohlenstoffatomen dranhängen, hinzeichnen. Im vorderen Fall ist das ganz einfach. Das darf man einfach übernehmen. Hydroxymethylgruppe nach unten, Hydroxygruppe nach oben rechts, Wasserstoffatom nach oben links. An dem grünen Kohlenstoffatom, was man eigentlich gar nicht mehr sieht, gucken aber natürlich trotzdem die Reste, die in den Raum hineinstehen, raus. Die kann man sehen. Und die ordnet man jetzt hier um im Kreis herum so an, wie sie zu liegen kommen. Die Hydroxymethylgruppe, die Hydroxygruppe nach links unten, das Wasserstoffatom nach rechts unten, die Aldehydgruppe nach oben. Das ist die eine mögliche Konformation. Jetzt hatten wir uns ja noch eine zweite angeschaut. Wir haben hier an dieser CC-Einfachbindung zwischen den zwei Kohlenstoffatomen gedreht. Und dabei ist an diesem vorderen Kohlenstoffatom gar nichts passiert. Das findet sich auch in der Newman-Projektion entsprechend gleich wieder. Aber an dem hinteren Kohlenstoffatom, da haben wir gedreht. Das heißt, auch in der Newman-Projektion hat sich da jetzt was verändert. Und zwar ist die Aldehydgruppe genau hinter der Hydroxymethylgruppe gelandet. Man kann sie eigentlich gar nicht mehr sehen. Und um das trotzdem darzustellen, schreibt man sie ganz eng neben den vorderen Substituenten daneben. Das Gleiche gilt für die zwei Wasserstoffatome. Die verdecken sich in dieser Konformation eigentlich auch. Man könnte das hintere Wasserstoffatom nicht sehen, wird also ganz eng neben das vordere Wasserstoffatom geschrieben. Und für die zwei Hydroxygruppen gilt dasselbe.
Das war jetzt ein kurzer Abriss durch alle Möglichkeiten, wie man Stereoisomere in der organischen Chemie auf der Tafel oder auf Papier darstellen kann.